Hallo und willkommen zurück zu Goodbye Deponia in unserer Rettungskapsel, in unserem Raumschiff nach Elysium. Leider müssen wir mal eben... Na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Jetzt sind alle... ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Sind jetzt alle hier, die Deponianer, alle im Fahrzeug? Liebold und... seinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Und Doc und Lotti und Bozo. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Moog. Sei nicht die Moogs. Du vielleicht, Doc? Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Barry. Barry, warte. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Ein Sandsack? Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Jetzt aber. Auf geht's. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten halten besser mal ihren Besserwisser Schnabel, die Dummen. Russasser Schnabel, die Dummen. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Das ist doch mal eine Ansage. Wenn er in 10 Minuten nicht zurück ist, dann wartest du nochmal 10. Oh, und ganz viele Organons. Sie tun, was sie am besten können. Sie stehen mir im Weg rum. Ja, rumstehen. Dürfte ich vielleicht kurz mal... Achtung! Amtmann an Deck! Abteilung stillgestanden! Jawohl, Herr Amtmann! Oha, ich meine, recht so. Wo kommen wir denn hier hin? Noch mehr von der Sorte. Achtung, Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Oh nein. Da ist der Amtmann. Immerhin ist er der Amtmann. Genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Wa? Einfach abwärts. Nee, aufwärts. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Nein, na wenn der Sauron halten wird, tun wir ja gar nicht. Ich wollte uns nur eine Pause geben. Argus, du bist schon so ein Drecksack. Und? Ist das nicht so? Nein, na wenn das... Warum halten wir ja? Ich wollte... Wenn wir jetzt einmal immer weiter runter... Ich will zur Brücke, macht euch nützlich und fragt mich in die... Aber Herr Amtmann, tu ich ja auch. Ich wollte euch chargen, nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Und? Ist das... Das müssten Sie...
ja. Sagen wir einfach mal ja. Natürlich, ich bin der Amtmann. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt, genau. Oh nein. Geht es? Nein, Argus, du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Fäuste hoch. Aufwärts! Was soll der Blödsinn? Zieh es ein! Es ist... Was soll der... Komm hier! Können wir nicht irgendwie hier was mit dem Fahrstuhl machen? Ein Pedal! Au! Meinst du wirklich, dass du mich mit solchen Sperren... Ja, denke ich. Lass das! Drosselglied? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu bekommen. Da kommt mir doch gleich eine Idee. Schnell das Drosselglied raus. Einmal so. Und abwärts. So, jetzt ist der Amtmann weg. Wo kommen wir denn hier hin? Ist das die Brücke? Endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Oh nein, eine Rede. Und das von Rufus? So eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. In Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha. Genau, gar keinen Druck machen. Einfach. Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug etwas Honig ums Maul schmieren. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Die Meute. Ja, das könnte... Voila, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus. Der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Genau, das hat er versichert. Stillgestanden! Das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst. Er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch! Ja, dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, ja, dass dieser Arsch, der hier vor euch steht, von 11.000 Ärschen hier an Bord. Wir alle sind Ärsche. Der Organon ist, wie das Wort ja schon sagt, eine Organisation aus Ärschen. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was wir jetzt denken. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Ja, wie komme ich eigentlich dazu? Genau, schaut doch mal das Logo an. Schaut euch doch mal unser Logo an. Hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Kopierer gelegt? Und sein der Anblick unser Mann. Der Abdruck eines nachgiebigen,
stechenden Windern. Da darf es uns nicht unternehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Aber? Wir sind hier die Herrscher. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Oh nein! Ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Herrscher. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Herrscher. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lange! War das jetzt wirklich richtig so? Also, zwar eine Steam-Errungenschaft freigeschaltet, aber... Sauber, dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Doch, doch, das haben wir vergessen. Ach so, die Hymne. Los geht's. Organon, Organon, Organon. Okay, was müssen wir da machen? Oh Gott, ich hab's nicht mit Noten. Eigentlich sind Rufus Gesangskünste hier komplett verschwendet, trotzdem solltest du ihnen helfen, durch Klick auf die Notenlinien die Tonhöhe der Noten zu verändern, bis er die Melodie richtig mitsingt. Organon, Organon, Organon. Tut mir leid, aber das muss ich überspringen, weil ich hab's überhaupt nicht mit Noten, ich kann keine Noten lesen. Ja komm, einmal versuche ich's. Organon, Organon, Organon. Ja komm. Organon, Organon, Organon. Organon, 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 Organon. Na, stimmt das so? Organon, Organon, Organon. Überspringen wir das mal. Wir wollen ja zur Brücke und wir wollen hier jetzt nicht rumsingen. Ach, hi. Cletus, das sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja... Diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Was ist die schlechte? Zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhl schaffen. Oh. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Oh,
Zollguss. Ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Ja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist was? Hier los? Hat Cletus überlebt? Ich bin der echte Cletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Cletus, wie hast du überlebt? Einen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht so lange. Das glaubst wohl nur du. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. So nein, tu das nicht! Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Nullisches! Sie nahe! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber was? Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal... Ja, dann sind sie tot. Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon dumme Frage. Von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Aber was ist mit ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Nobel, nobel, aber auch dumm. Habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha. Dann haben sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh, doch. Nein, musst du nicht. Aber... Warum wollen sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt sie dazu? Deponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Was? Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn sie es genau wissen wollen... Es geht mir um meine Tochter. Um seine Tochter? Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Joel. Nein! Du alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Und du hast deine Tochter gerade... Nein, du hast sie zum Tode verurteilt. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Doll! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben. Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat. Es ging die ganze Zeit um dich. Wenn wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern, Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Ja, Argus hat Angst, drauf zu gehen. Inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das... Die haben alle Angst, raufzugehen, aber Argus aus den falschen Gründen. Dazu müsste man schon die Sendeantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Sendeantenne? Natürlich! Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das Rufus. Zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann! Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Oh, das gibt Hausarrest.